Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Noch keine Antwort von Ninja Kiwi bekommen bezüglich meiner Account-Wiederherstellung. Also müssen wir jetzt noch ein bisschen so weiterspielen. Ne, Schädelberg will ich auch nicht machen. Lobby auf schwer. Drei Runden auf schwer. Könnte aber riskant sein, aber ich werde es trotzdem machen. Drei Runden, ich finde drei Runden, das ist eine coole Map jedes Mal. Deswegen fangen wir direkt mal auf schwer an. Ich glaube, die Wurfpfeilaffen sind, glaube ich, schon ein bisschen günstiger geworden. Ich glaube, das Häuschen hatte ich schon gebaut. Und dann fangen wir so an, wie die meisten, wie meistens immer die drei Runden. Ja, ist sehr cool. 90 nur noch. Ich glaube, ja, haben nur 90 gekostet. Also, vorher 100, jetzt 90. Ja. Hoffentlich. Ich hoffe, ich habe es aktiviert. Ich bin mir ein bisschen unsicher gerade. Ja, schwer. Drei Runden ist, könnte Tatsache schwer sein, weil es ist halt dann nicht wirklich ersichtlich, in welcher Runde die sind und wann sie rauskommen halt. Aber gut, das kriegen wir schon irgendwie hin, denke ich mal. Das kriegen wir schon irgendwie hin. So, scharfe Schüsse erstmal überall. Und dann werde ich auf jeden Fall auch noch den Fluss hier vollpflanzen mit Freibeuteraffen. Am besten halt auch mit Enterhaken. Wobei die Zerstörer natürlich auch ziemlich geil sind. Erstens ist aber wichtig, eine Bananenplantage hinzubauen. Und da auch wirklich einen Klebstoff schützen dann. Gleich am Anfang wieder mit ätzender Klebstoff. Damit die Leadbloons nicht durchkommen. Die bösen, bösen Leadbloons. Ich muss sagen, wirklich drei Runden ist eine sehr coole Map. Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt im Koop gab es die Map, glaube ich nicht. Das ist schade. Das ist schade, dass es wirklich nicht jede Map im Koop gibt. Weil die hätte ich dann irgendwie schon gerne, weil ich finde die, na gut, für den Koop ein bisschen zu klein hat, aber ich finde die trotzdem ganz cool. Wenn man die zusammenspielen könnte, wäre das schon eine geile Sache. So, erstmal mehr Bananen brauchen wir jetzt gleich. Die werden kaum richtig produziert. Ah, hätten wir vorher machen können. So, ein bisschen schwer, wir lassen sich Bananen erkennen, mal auf den ganzen Blümchen. Verdammt. Aber egal, das kriege ich schon irgendwie hin. Wobei, ich könnte mir auch einen Affenbauer kaufen, aber es ist wichtiger halt, lieber die Dollar für die Dings zu benutzen und für die Länder dann da hinten. Nee, kann ich das noch nicht ausgeben, das ist aber ärgerlich. Ich will meinen Account wieder haben. Soll mir den wiedergeben, das ist echt ätzend. Dass man alles vom Neuen machen muss. Gerade weil die Spezialagenten schon recht gut gelevelt waren. Ärgert mich das halt so ein bisschen. Ich denke, wenn wir eine Runde noch durchhalten, ich denke, wir halten das durch. Ich meine, das ist eine recht einfache Map. Hat man, glaube ich, auch noch nie auf leicht geschafft, deswegen... noch nie auf schwer geschafft, sondern eine leichte Map. Deswegen machen wir die einfach mal. So, gleich kann ich Bananenplantage bauen. Hauptsache Geld. Alles andere ist unwichtig. Okay, jetzt kann man mal meine Affen ausbauen. Her mit dem Money. Ich werde daraus auch wieder eine Affenbank machen. Ja, nein. Ich habe nicht da drauf gedrückt. Ich habe auf das Info-Button gedrückt. Scheiße. Gut. Was soll's. Was soll's. Dann ist das halt so passiert. Ein Leben verloren. Ich hoffe, das halte ich durch. 6 Runden bis zu den Tarnbloons. Bei Runde 24 oder 25 war es gewesen. Haben wir so noch ein bisschen Zeit. Und auf jeden Fall brauche ich die Affenbank. So. Okay. Schön, schön. Jetzt haben alle dreifach Wurfpfeil mit guter Range. Das wird schon klappen. Sehr viel Geld. Geld. So, direkt auch vorstellen, so hier. Zack. Ah, die Klebstoffkleckse fehlen halt. Ach ja, der Tarnballon. Logisch. Ja, Klebstoffkleckse werden halt ganz geil. Denn werden alle beklebt. Ah ja, wohnen sie auch gerade schon anscheinend. Wir machen trotzdem Klebstoffkleckse. Jetzt werden die alle befleckt. Okay.
Gleich kommt die erste Liebblumen, die können wir aber halt durch unseren Klebstoffschützen kaputt machen. Und der kommt ja hier auch nochmal vorbei und wurde auch nochmal vollkleben, das Zeug. Was machen wir sonst noch? Nee, keine Nagelfabrik, aber... Wo haben wir den? Da ist er, der Affenlehrling. Komm, da, na. Ein Pixel war es gewesen, da. Ein Pixel! Jetzt kann der nächste Dings kaputt machen, die Elite Bloons. Blitzschlag! Das ist halt ein bisschen teurer auf der Ebene, aber das ist schon, also auch schwer. Aber das ist okay, statt 1295. Der Blitzschlag bei meinem Magieraffen. Ich brauche wirklich bald eine Affenbank, das nervt ja. Keine Lust, das jedes Mal anzuklicken. Aber dafür fehlt ja noch sehr viel Geld. Wann kann ich eigentlich den Affen-Investitionsratgeber? Ich glaube, bei Rang 37 oder sowas gewesen. Oh, das dauert ja noch ewig. Gefühlt ewig. Gut, dass ich dann halt schwer mache. Da kommen halt sehr viele Bloons, die mir halt das Level bringen. Da kann man noch einen Superaffen. Ich denke, ich werde erstmal einen Superaffen machen. Wichtiger. Wobei, es ist erstmal unwichtig. Ja, das ist so eine einfache Map. Die kommen noch nicht so leicht durch. Denke ich. Hoffe ich. So, wertvolle Bananen gleich. Da sind sie. Schön 20 Mehrwert pro Banane. Und ja, kommt nicht, die kommen da nicht so leicht durch. Ich brauche noch irgendwie einen Radarscanner für meinen Klebstoffschützen. Das wäre dann ätzend, wenn irgendwann die Liebblumen nicht, die Tarnliebblumen nicht verkleben könnte. Oder mein Superaffen macht das dann später. Ich werde auf jeden Fall in die Mitte in Dings hinsetzen, in Affendorf. So, Affenbank, oh Gott sei Dank. Ich hab sie endlich. Und da werden so viele Blumen gerade kaputt gemacht. Yes! Okay, da kommen schon die Regrow-Ballons. Ah, ne, Regrow war es noch nicht. Es waren die. Die Rainbow, nicht Regrow, sondern Rainbow-Ballons. Superaffe, würde ich sagen. Ja, Rang 37 brauche ich dafür. Also noch 5,5 Ringe etwa. Schauen wir gleich mal ganz kurz. Ja, gleich mal 32. Ich glaube, das dauert noch bis dahin. Sehr ätzend. Ach süß, die kleine Range. Da kommen wir jetzt nicht mehr ganz so leicht durch. Na gut, Tarnbelungs, ja, aber... Der Rest nicht mehr. Ii. Keramikblunts! Oh, zack! Laserstrang gleich als nächstes. Können wir gleich sogar nächste Runde das ganze Geld aus der Bananenplantage rausnehmen. Und gleich wieder 5000. Und in zwei Runden kommt der Moab. Alter, was die alles für wenige Range haben. Holy shit. Mann, Mann, da muss man gleich mal aufstocken hier. Geht ja gar nicht. So, da kommt der erste. Ich werde sie einfach alle nacheinander hier hin. Naja, ich packe sie erstmal hier hin. Hier so. Damit sie direkt, gleich direkt die entgegenkommenden abballern. Hab doch eine gute Range eigentlich. Und jetzt kommt der Moab. Komm. Wie Geld? 590, okay, ist jetzt nicht wirklich viel. Dauert eine Weile, bis der wieder voll ist. Dum dum. Genau, Atmungsrache möchte ich auch noch machen. Beim Magier dann später. So, Zerstörer. Sehr schön. Zumindest kann man auch schon mal den Flugzeugträger machen. Haben wir anscheinend einen Rang erreicht gehabt. So, Affenleuchtfeuer. Affenfestung. Zack. Gute Range. Vom Superaffen über das gesamte Feld hast. Wie viel hat der schon kaputt gemacht? Oh, 61 schon. Na gut, der ist ja hauptsächlich dafür da zu verkleben. Da kommen die Plasmastrahlen. Und nächste Runde wieder zwei Mobs. Ich werde wohl nicht mal ein Dings brauchen, einen Enterhaken, wenn ich überhaupt schon könnte. Muss ich ja mal gucken.
Ob ich den überhaupt schon kann. Kann ich den nächsten hinsetzen? Ja, doch, könnte ich theoretisch schon. Alles gut, dann machen wir einfach mal einen für den Song dann halt am Ende. Ein Enterhaken für den Song. Können wir jetzt mal Dschungeltrommel benutzen. Ein bisschen schneller angreifen hier. Und den Radarscanner, damit mein Super-Affe die Tarnballons dann angreifen kann. Sofern dann welche kommen sollten. Später in den Runden. Ach, verdammt nochmal. Ja, ja. Irgendwie vergesse ich immer die Affenbank. Das ist ätzend. Aber es wird ja gespeichert, das ganze Geld noch. Ich denke, ich habe mal wieder Lust auf einen Robo-Affen. Der Robo-Affe ist ziemlich geil. Erstmal den Robo-Affen als gute Defense. Na, ich will nicht wissen, wie viel 1000 Dollar ich durch die Bananenplantage gerade verloren habe. Weil ich sie nicht geleert habe. Nju. Der Robo-Affe ist schon ziemlich cool. So, 1700. So, in 1 bis 2 Runden ist das Ding wieder voll. Ja, der Affe. Wenn halt die 20.000 platzt, dann würde man halt nicht mehr ganz so oft nachgucken müssen. Aber naja. Wird schon. So, gleich mal Enterhaken benutzen. Affenpiraten, ja, ja. Eine aktivierbare Fähigkeit. Kennen wir ja alles schon. Gut, genug drin gewesen. Jetzt können wir das ganze Geld wieder sammeln für die nächsten Zinsen am Ende der Runde. Was machen wir noch? Ich kann nur einen Häcksler hinsetzen. Achso, frei. Ach, fuck. Der bringt natürlich noch nicht viel, weil wir die auf Stufe 46 erst freischalten können. Wir könnten aber die ganzen. Ja, wir können die ganzen Tower mal leveln, das ist auch kein Thema. Ja, XP zum Freischalten. Fehlt noch ein bisschen was. Oh, da kommt der erste BFB. Die hätten wir uns theoretisch mitnehmen können, wir Meta haken. Aber kein Thema. Blumenhäcksler ist aufgestiegen zum Dreifachrohr. Das ist auch sehr schön. Die Dreifachrohr sorgen für das effizienteste Blumenschreddern aller Zeiten. Tschu! Und freischalten auf Rang 46 ebenfalls. Okay. Und dann haben wir das maximiert. Ja, eine Runde hält das Ding noch durch, dann ist es voll. Affenpionier hatten wir, glaube ich, auch noch nicht maximal, ne? Da fehlt noch eine ganze Menge. Oder? Weiß ich gar nicht. Wir leveln einfach mal auch schwer, ist ja kein Problem. Ah, ist natürlich ätzend, dass jetzt natürlich hier überall Tower hinkommen. Ah, die kann ich ja glücklicherweise verkaufen hier in dem Singleplayer. So. Okay, auch erst auf Rang 43 freischalten. Ist ja spannend. Wir können auf jeden Fall noch einen Eistower hier hinsetzen. Eisbrocken. Und gerne noch einen. Noch einen hier unten hin. Auf arktischer Wind. Ich glaube, den oberen Zweig, ja, sammelt hoffentlich ein bisschen Erfahrung. Ich glaube, der obere Zweig müsste gerade gelevelt werden, weil der kriegt ja keine Erfahrung. Heißt also, ein anderer Zweig gerade wird gelevelt. Das wird dann wahrscheinlich der obere sein. Ah, 2000 Meter drin. Na komm mal mit hier. Einen haben wir uns mal mitgenommen, sonst ist ja die Fähigkeit total verschwendet. Ist ja auch doof. Wenn wir die nicht benutzen. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Ich denke mal auch schon, dass das was wird. Boah, die Affenpionier gehen mir richtig auf den Sack mit ihrem. Ah, die haben schon 1000 Blutes kaputt gemacht, nicht übel. Mit ihrem ständigen Towern produzieren. Das Geräusch davon, okay, müssen wir auch wieder mitnehmen. Was soll ich jetzt machen? Das hier, arktischer Wind. Genau, das wird nämlich gelevelt statt der hier. Der kriegt nämlich keine Erfahrung aktuell. Atmungsdrachen will ich auch gerne noch skillen. Dann haben wir hier schon mal eine gute weitere Defense. Hätte ich mal einen Enterhaken auch benutzen können, aber wen interessiert's? Wen juckt's? Den Reißnagelwerfer. Vielleicht mal 2 Stück davon hinsetzen. Also gar keine Erfahrung. Das ist ja bitter. Können Sie doch einen hinsetzen. Ach komm schon, der hässliche Wachtower. Eisturm! Yeah, viraler Frost, das ist der hier unten. Genau. Das ist nicht schlecht. Gefrorene Blumen frieren ein, wenn sie mit anderen in Kontakt kommen.
Das ist nicht schlecht. So, ich kriege hoffentlich auch gleich die Erfahrung. Ja, wunderbar. Wir haben sogar noch einen dritten. Ah, ich werde ihn hier oben hinsetzen. Wenn sie gleich höhere Range haben, dann können die auch angreifen. Ja, Tower Level auch schwer ist immer eine tolle Sache. Schneller schießen. Wenn die sonst ultimativ verteidigt. Ich bin Rang 33, schalte die Upgrades der vierten Stufe frei. Der Tempel des Affengoldes und der Terror durch Technik. Das Terror durch Technik. Die Terror durch, ist mir egal. Terror der Technik einfach. Terror durch Technik. So, da kommt der nächste BFB. Und ab Runde 85 ja erst der Somk. Achso, ich habe auch langsam einfach, ja. Hab schon gewundert, hey. Warum auf einmal so langsam? Die leveln aktuell noch, okay. Scharfschützen, ich weiß gar nicht, ob ich den Scharfschützen schon maximal habe. Gucken wir gleich mal. Mhm, das sieht schon mal gut auf der Stufe. Dann lassen wir den erstmal. Boomerang. Warum klastest du dich denn? Da konntest du ihn gerade hinquetschen. Allerdings ist echt ätzend, die Wachtürme, muss ich schon sagen. Du fettes Stück, ey, ist unfassbar. Unfassbar, wirklich. Kann nichts zu sagen, ey. Nächste Stufe vom Reißnagelwerfer, sehr schön, wieder 5000 Money dazu. Höhere Reichweite. Sieht man auch nach Erfahrung. Ja, schön, dass man einfach mal in einem Schwert einfach mal komplett alles leveln kann. So eine super Sache. Bombentower. Okay, auch noch gar nichts. Dann machen wir hier drei Tower hinsetzen davon. Damit die ein bisschen leveln können. Ninja hatte ich glaube ich auch noch nicht. Die könnte ich aber. Wobei doch die Ninja hatte ich glaube ich schon. Ist jetzt trotzdem mal zwei hier hin. Alter, diese Wachtürme wirklich. Ich werde die gleich verkaufen. Weil die eigentlich eine gute Defense sind. Oha. Kommen ein bisschen viele, wa? Ja, wobei, sie müssen ein paar Runden absolvieren. Das wird schon werden. Bombenturm, yes! So, der hat schon 1100 gehabt. Viraler Frost gleich mal. 4000, oh, der hat gerade mal ein Viertel von dem Level. Das ist krass. Extra Reichweite, extra Reichweite, extra Reichweite. So. Und die 6 Ninja-Affen haben wir, glaube ich, schon auf der maximalen Stufe. Jo, haben wir schon. Gut, Frosttower Klebstoffschütze haben wir schon, den haben wir glaube ich schon, den haben wir auch schon auf guter Stufe. Nagelfabrik muss aber noch hin. Ja, wunderbar, passt zwei Nagelfabriken hin, das ist sehr schön. So als kleine Defense noch, falls mal wirklich einer durchkommen sollte. Ach, habe ich auch schon ein bisschen was, ja. Sehr spannend. Wusste ich gar nicht. Nächste BFB. Ja, theoretisch könnte man die Fähigkeit wirklich benutzen. Zack. Nächster BFB weg. Alles meine. Ich kann jetzt sogar Nagelbälle. Ja, kann ich sogar machen. Oder brauche ich dafür noch einen Rang? Ich glaube, wenn man das schon hat, dann kann man es automatisch schon auch dann benutzen. Sehr schön. Reißnagelwerfer wieder hochgestuft. Wenn wir gleich mal benutzen, damit die schön viel Erfahrung bekommen, genauso wie die ja schon größere Bomben wieder haben. Klebstoffschlauch, huch. Oder, na, ich glaube von dem braucht man nicht mehr. Naja, boah, sehr schön. Kann man nämlich auf der unteren Stufe hier weiter skillen, Moab Schredder. Gefällt mir. Boote muss ich auch noch leveln. Boote, Boote, Boote. Also im Zickzack anordnen. 5 Stück, denke ich mir, sollten erstmal reichen. Achso, die haben auch schon was Gutes, ja. Also recht viele Stufen. Wie, Alter, geh mal weg hier. Das sahen gerade nach ziemlich viel aus, aber haben gerade mal eine Runde geschafft. Ja. Reißnagelwerfer wieder. Sehr schön.
extra große Range. Ja, der fehlt auch noch. Also wir müssen wirklich... Ja, wahrscheinlich müssen wir sowas auch mal machen auf einer Schwermap. Aber ist ja kein Problem. In 3 Runden kommt übrigens der Zomk. Für den sollten wir unseren Enterhaken aufheben. Ja, da kommen jetzt nicht die Regrowth Balloons. Ich werde ehrlich gesagt gar nicht hingucken, ey. Ich habe ziemlich Angst. Luftdetonationspfeile. Ich sehe mal Mausgirl auch nicht, das ist das Problem. Aber wir machen schon ziemlich viele kaputt, ne? Ich weiß halt nicht, in welcher Runde sie gerade sind. Hier sind nämlich irgendwie 100 Millionen gerade drin gefühlt. Alter Schwede. Also wenn jetzt keiner aufgestiegen ist, dann wüsste ich jetzt auch nicht weiter. Bei 100.000 Bloons. Oh, Nagelballfabrik. Könnte man theoretisch auch machen, aber weiß nicht, ob sich das lohnt. Wir werden auch einen zweiten Superaffen hinbauen. Hier war doch gerade irgendwas, ich hab's doch gesehen. Ach, auf diese scheiß dreckigen Wachposten, ey. Unfassbar. Warte. Achso, 2003, okay. Jetzt hab ich vorzeitig zu viel Geld entnommen. Egal. Ich hoffe mal, das wird was. Also wir haben auch Nagelbälle, das ist jetzt auch gerade nicht gerade ungefährlich. Und dann schauen wir mal. So, da hier fehlt noch ein bisschen was für dieses Abtauchen. Das will ich aber nicht, will die ballistische Rakete haben. Wichtiger. Was, das war's gewesen mit der einen Runde? Wow, war ja echt scheiße. Okay. Jetzt wird's spannend. Ne, ich kann den nächste benutzen, den Enterhaken nicht benutzen. Okay, wird doch nicht spannend. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Na, hier unten der virale Front, der hat da ziemlich gut rein. Dieser Tower, hier werden halt alle eingefroren. So, wer hat gerade was gehabt? Der Raketenwerfer, sehr schön. Und wir 10-fachen Schaden an, war es nicht so? Nee, war es nicht gewesen. 10-facher Schaden wäre das nächste, genau, die Mobschläge. Und jetzt kommt der... Warte, das funktioniert nicht? Ah! Warum funktioniert das nicht? Das wäre zu schön. Aber warum funktioniert das nicht? Gott verdammt. Trotzdem geschafft. Warum hat das nicht funktioniert? Das ist ja ätzend. Oh Gott. Peinlich, peinlich, peinlich. Tunnel könnte ich jetzt machen. Habe ich, glaube ich, auch nur ein einziges Mal gespielt bisher, diese Map. Tunnel. Experte. Ein einziges Mal. Doppeltes Doppelkreuz. Das habe ich auch nur einmal gespielt gehabt. Aber weiß nicht, dieser kenne ich so windig, diese Map. Also, ja. Mount Magma. Stimmt, da habe ich das alles hier rumgepackt, diese Ninja-Affen. Da haben die alle in die Mitte, von, die kommen nämlich von der Mitte raus, die Bloons. War auch ganz easy gewesen. Blitznarbe hat man so eine Zauberer-Mission gemacht, diese Spezialmission. Das ist eine mega kacke Map irgendwie, finde ich. Das ist halt so riesig. Das Auge ist interessant, die große Kluft ist scheiße. Catwin ist genauso kacke, verbrannte Erde. So lala, Challenger Tief hat sehr Wasser. Anfällig und Krüppenwächter. Das ist so wirklich die allerbeschissenste Map auf der ganzen Welt. Also viele habe ich schon gehört, dass sie wirklich Probleme hatten, mit dieser Map selbst auf leicht zu schaffen. Ich habe sie... Habe ich sie auf leicht geschafft beim letzten Mal? Ich glaube, einfach mal habe ich Krüppenwächter gespielt gehabt. Und habe es, glaube ich, auf leicht geschafft gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ich kann es sogar nochmal machen. Irgendwann später, aber nicht jetzt. Ja, ihr seht, wie viele Maps noch freigeschaltet werden müssen. Aber wir sind ja noch am Anfang. Da müssen wir halt auch erstmal auf den ganzen Anfänger erstmal schwer machen. Weil das hat man beim anderen nicht gemacht gehabt, bei dem vorigen Account-Schritt. Tja, und da würde ich sagen, können wir uns das kaufen? Das ist schon mal günstiger. Ah, erhöht die Angriff. Oh, wunderbar. Angriffsgeschwindigkeit um 10% erhöht. Das ist sehr super. Muss ich euch gleich mal die Dings reinsetzen? Geh weg, ey. Ich bin Ninja Kiwi erst wieder freundlich gesinnt, wenn sie mir meinen Kauf wiederherstellen. Start lieben. Oder Damage, also Angriffsgeschwindigkeit können wir auch machen. Na komm, machen wir die beiden jetzt einfach. Einmal Lebwaffe macht, einmal Angriffsgeschwindigkeit. Ja, das sind die Münzen wieder weg, die ganzen Dollar wieder weg. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Mission, in der nächsten Folge wieder von Bloons Tower Defense 5. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye.